Es ist 3 Uhr. Radio 1 News. Mit dem Alles Karl. Der Bundesrat schätzt die Corona-Lage in der Schweiz weiterhin positiv ein. Die Impfungen würden voranschreiten, die Fallzahlen sinken, auch wenn die Impfrate in der Bevölkerung noch steigen könnte, sagte Gesundheitsminister Alain Berset heute Nachmittag im Bundeshaus. Ob die Krise generell damit vorbei sei, dies bleibe aber unklar. Und weil wir es nicht wissen, wir vorbereiten uns zusammen mit den Kantonen auf mögliche Szenarien vor. Was wir wissen, ist klar, die Impfung geht gut voran, aber wir gute Impfungen, die auch gut schützen. Aber wir wissen auch, dass die Delta-Variante ist da, die wird sehr wahrscheinlich bald auch dominant bei uns sein. Für die Planung der kommenden Monate hat der Bundesrat 3 Szenarien festgelegt. Von einer bestmöglichen Entwicklung mit einem Ende der Krise über einen Anstieg der Fälle und einer Wiedereinführung von Massnahmen bis hin zu einer neuen starken Welle, falls die Impfungen gegen neue Varianten nicht schützen und ein starkes staatliches Einschreiten wieder nötig wäre. Der Bund hat bisher knapp 40 Milliarden Franken für die Milderung der Folgen der Corona-Pandemie ausgegeben. Im letzten Jahr waren es 15 Milliarden, im laufenden Jahr sind Ausgaben von 24,4 Milliarden Franken vorgesehen, wie der Bundesrat mitgeteilt hat. Die neuesten Ausgaben entfallen größtenteils auf Härtefallmaßnahmen für Unternehmen, die Kurzarbeits- und Erwerbsausfallentschädigung und die Corona-Tests. Von den bewilligten Ausgaben wurden im laufenden Jahr bisher gut ein Fünftel des Geldes, rund 5,3 Milliarden, beansprucht. Die Firmengründungen im laufenden Jahr steuern auf einen neuen Rekord zu. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in der Schweiz fast 26.400 neue Firmen gegründet, wie das St. Galler Institut für Jungunternehmen schreibt. Dies entspricht einem Plus von knapp 21% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Rekord an Firmenneugründungen. Mit 4.600 neuen Firmen steht der Kanton Zürich an der Spitze, gefolgt von den Kantonen Waadt, Bern und Genf. Diese 4 Kantone machen gemäß der Aufstellung des Instituts für Jungunternehmen fast die Hälfte aller schweizweiten Neugründungen aus. Einzig in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden und Obwalden gab es weniger neue Firmen. Radio 1 Wetter. Jetzt gerade aktuell sieht es nicht allzu schlecht aus. Wir dürfen in der Stadt Zürich sonnige Abschnitte geniessen. Es hat allerdings immer noch Wolkenfelder und es kann im Verlauf vom Nachmittag und vor allem auch gegen den Abend Regengüsse oder auch Gewitter geben. Das Ganze eher eine lokale Geschichte. Temperaturen, die haben wir heute bei einem Maximum von 20 oder 21 Grad. Während der Nacht auf morgen ist es auch oft bewölkt und zeitweise nass. Es gibt zum Aufstehen morgen Morgen um die 13 bis 14 Grad. Morgen Donnerstag dann Wolken und vor allem am Nachmittag ein bisschen Sonne. Dazu vor allem in Richtung Alpen ab und zu auch mal einen Regengutsch. Dann morgen übrigens noch verbreiteter nass. Also das heisst, morgen eher auf den Nachmittag schöner. Temperaturen auch noch einmal bei 20 Grad. Also im Moment ist das Wetter eher ein bisschen verhalten. Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert von der Parkgarage. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.